Ich werde mir jetzt mal den größten Kauribaum in Neuseeland angucken. Den Tanimahuta heißt der. Und der ist über 2000 Jahre alt schon. Und ich glaube, was haben Sie gesagt? 50 Meter hoch. Ja, auf jeden Fall ein echt großer Baum. Mal gucken, wie der ausschaut. Ich gehe jetzt zu dem siebtgrößten Kauribaum, weil beim anderen konnte man nur von der Plattform sich so den Baum angucken und da waren noch voll viele Leute, deswegen fand ich das jetzt nicht so cool und ich wollte ganz gerne mal näher an den Baum ran. Mal gucken, ob man das bei diesem Baum kann. Das wäre echt cool. Ich habe hier jetzt noch eben einen kleinen Zwischenstopp bei den Kaiwi Lakes gemacht und habe hier so einen Coastal Track gefunden. Den werde ich jetzt mal machen. Dauert wohl irgendwie eine Stunde und da geht es dort über die Wiesen rüber zur Küste ans Meer und mal gucken, wie das wird. Richtig bin, weil es geht hier einfach nur übers Feld, im Nichts. Also ich bin hier richtig, keine Ahnung, auf der Kuhweide. Da vorne sind auch mega viele Kühe und Vögel. Das ist echt nicht normal. Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Guckt euch das mal an. Bin anscheinend ein Weibchen zu nahe gekommen mit der Kamera und auf einmal kommen alle Kühe auf mich und auch das Schwarze da mit den Hörnern. Die stehen hier nämlich alle gerade. Boah, ich hatte so Schiss, ich bin so da weggelaufen, ey. Also was heißt gelaufen? Ich bin normal gegangen,
Hab versucht, nicht in Panik zu geraten, so. Aber trotzdem, ich bin dann nicht durch die Brücke gegangen, über die Brücke gegangen, weil da alle Kühe standen und den Weg versperrt haben. Ich bin dann total durch den Matsch gelaufen. Guckt euch mal an, wie meine Schuhe jetzt aussehen. Boah, ey, war das ein Abenteuer. So, ich bin jetzt am Strand angekommen. Ist echt schön hier. Meine Schuhe sind verdammt dreckig, weil ich so verdammt Schiss vor den Kühen habe. Ich habe jetzt so einen Respekt vor denen. Ich habe voll Schiss, wieder zurückzugehen. Aber hier ist mega der schöne Wasserfall. Und ich denke mal, das wird heute meine natürliche Dusche. Guckt euch an. So geil, ich wollte schon immer mal unter einem Wasserfall duschen. Das Blöde ist nur, ich habe keine Wechselklamotten mit und auch kein Handtuch. Aber egal, wenn die Sonne draußen ist, dann trocknet man recht schnell. Und ja, geil. So, ich bin jetzt wieder beim Auto und in Sicherheit. Ab dem heutigen Tag habe ich Angst vor Kühen. Und ja, war aber ein cooler Track auf jeden Fall. Sehr abenteuerreich.